Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Volcania und wir werden jetzt einmal hier diese Achterbahn fertigstellen, wo das hier noch nicht ganz gereicht hat mit den Werten. Ich habe schon vergessen, was für einen Wert müssen wir schaffen? 6,7. Ich blende das gleich nochmal ein, Moment. 6,7 Erregungsrate, immer bisher nur 6,62. Und mal gucken, ob wir da jetzt noch was dran machen können. Ich hätte mir gedacht, man könnte eigentlich hier in der Höhle noch irgendwas basteln vielleicht. Einen kleinen Bastel-Bastel machen. Sicht auf Untergrundkonstruktion, dann mache ich erstmal alles weg, das muss ich gut sehen. So, ist jetzt wieder irgendwie was im Weg, was wir nicht sehen. Gut, drucken wir dort eben auf. Und dann muss ich doch irgendwie auf Höhe 10 rauskommen. Ich glaube, ich baue ja lieber mal eine weite Kurve rein und dann machen wir halt hier wieder so das übliche Hoch- und Runter-Gedöns. Vielleicht mal hier mit einem steilen Abfall. Und jetzt müssen wir nur noch den Weg dort drüber bauen. Das muss ich jetzt relativ blind machen, weil ich sehe jetzt die Höhe nicht ganz so hier vielleicht. Das passt. Jetzt können wir halt nur hoffen, dass das dann mit dem Speed auch wirklich hinkommt, weil ich möchte dort gern jetzt... Ach nee, oh. Na gut, da baue ich dort eine S-Kurve hin. Dann passt das. So, mal gucken. Aber damit jetzt die Werte erreicht. Ich hoffe mal, dass der Schwung reicht, um hier hochzukommen. So, die ganzen Huckel. Oh, die Kurve nimmt er relativ schnell. Und hier, ui. Das ist, glaube ich, ein bisschen extrem hier fast schon. Der Schwung scheint zu reichen. Insgesamt, so sieht es aus, eine relativ flüssige Fahrt. Ich hoffe mal, das reicht von den Werten. Dass wir das endlich abschließen können. Ding dann mal einfach, Schüttelshake. Ganz kreativlos Schüttelshake genannt. Ich glaube, ihr kennt das noch. Gab es, glaube ich, in den 90ern. Das war so Kakao-Milch-Zeugs, was man irgendwie stundenlang schütteln musste, bevor man es trinken konnte. Das ist doch nicht wahr. Das hat die Erregungsrate jetzt gerade mal um 0,01 erhöht. Sag mal, wollt ihr mich irgendwie verarschen oder so? Oder was? Was macht denn eine gute Erregungsrate eigentlich aus? Stelle ich mir gerade die Frage. Vielleicht, wenn man hier an der Strecke irgendwie noch so ein paar Bäume hinstellt, die das Ganze excitender machen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht bringt das ja eine Veränderung, wenn ich einfach irgendwie das Gelumpe an die Bahn baue. Kann ich mir zwar ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber... Mal gucken. Wenn es was bringt, ist es doch toll. Es hat was gebracht. Das ist ja unglaublich. Die paar Bäume haben die Erregungsrate nochmal erhöht auf ein Level, wo es passt. Ja, und damit würde ich sagen, Ziel geschafft.
Es wird halt eine kurze Folge. Hier Rollercoaster Tycoon, aber wir haben es geschafft. Ich speichere einfach nochmal ab, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, wenn man schon gespeichert hat, wenn es gefährlich ist, aber geschafft ist nun mal geschafft. Es wird eine kurze Folge, ich glaube nicht mal 5 Minuten. Egal, und da sage ich einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.